So ein Abstieg, da kann sich, glaube ich, kaum jemand reinversetzen, der es noch nicht erlebt hat, weil das ist einfach so ein Moment der tiefsten Trauer eines Sportlers, glaube ich, so ein Misserfolg. Da gibt es ganz wenig vergleichbare Momente, glaube ich. Also erstmal nach dem Wechsel war es natürlich erstmal so, dass man erstmal an sein persönliches Schicksal denkt. Dann beschäftigst du dich gar nicht damit, dass du eigentlich gerade Tabellenletzter bist und die Chance hast natürlich, oder die Chance groß ist, dass du absteigen kannst, weil du in dem Moment erstmal denkst, okay, persönlich in Bremen lief es nicht gut, dann willst du erstmal wieder Erfolg haben. Und dann erst mit der Zeit, dann von Februar bis April, merkst du erstmal so, ja, es läuft auf den Abstiegskampf hinaus. Und dann hatten wir ein Auf und Ab der Gefühle zum Ende der Saison, haben wirklich fantastische Spiele dabei gehabt, vor allem für die Zuschauer. Zweite Halbzeit bin ich zum Warmmachen gegangen, hinter das Tor, habe unserem Ersatztorwart Sebastian Mielitz noch gesagt, wenn Stuttgart führt, was für uns schlecht gewesen wäre, linker Arm hoch, wenn Hamburg führt, rechter Arm hoch. Ich glaube, nach 10 Minuten zweite Halbzeit kamen beide Arme hoch. Dann dachte ich schon, okay, gut, jetzt wird es ganz, ganz bitter. Und heute erzählt man das so mit einem Lächeln, ja, aber damals, das war ja, schon was Schockierendes. Dann bist du auf dem Platz, kriegst gar nichts mit, was auf den anderen Plätzen passiert. Und dann ist Abpfiff, dann kommt der Pressesprecher zu mir, Rudi Raschke, und sagt nur, dass wir abgestiegen sind, und dann in dem Moment, dann bricht einfach was zusammen. Dann gehst du in die Kabine und merkst auf einmal, erwischst dabei, wie du Tränen wegwischst, und siehst die anderen Spieler, ja, wie Häufchen Elend, die sonst im Kraftraum pumpen und die Mucki spielen lassen, und das war schon ein bewegender Moment. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, wie wir in der Kabine saßen, der Trainer hat kaum Worte gefunden, und Busfahrer, Physio, die lagen in seinen Armen, haben geweint und so, wo man dachte, da fühlt man sich auch noch mal verantwortlich. Ja? Man hat ja auch irgendwo als Profifußballer eine Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, und das spielt ja dann auch noch eine ganz, ganz tragende Rolle, ja? Dass dann natürlich dann auch du in dem Moment dich verantwortlich fühlst für die Tränen von den anderen, die eigentlich gar nichts dafür können in dem Moment. Ja, wenn dann so das Adrenalin so ein bisschen rauskommt und du oder im Flieger sitzt auf dem Heimweg, und da geht dann natürlich immer jede Szene der Saison auch durch den Kopf, die dafür verantwortlich ist, wo am Ende vielleicht das entscheidende Tor, der entscheidende Punkt gefehlt hat. Bei uns war es noch so, wir sind hier angekommen, da standen 200 Fans mit einem Banner, scheißegal, we love you. Wo du in dem Moment denkst, Jungs, jetzt, dann haut uns lieber eine oder beleidigt uns, besser als jetzt zu sagen, we love you. Aber in dem Moment natürlich im Endeffekt schön, und das spricht ja auch für die Fans hier. Aber in dem Moment, ja, kannst du 2 Tage nicht schlafen. Also ich glaube, wenn man mit dem Trainer danach gesprochen hätte, der auch gesagt, er hat erstmal 2 Wochen alle Spieler in Ruhe gelassen, weil da war jeder in seiner eigenen Welt, glaube ich. Und du bist als Leistungssportler, als Profisportler, als Profifußballer, bist du einfach Erfolg gewöhnt. Ja? Und du willst Erfolg haben, und dann ein Abstieg, das ist natürlich dann erstmal ein richtiger Bruch. Und der steht für immer in deiner Vita. Nach dem Abstieg mit Freiburg war es natürlich so, dass immer viele gesagt haben, na gut, dass selbst ich dann schon den Gedanken gekriegt habe, ja klar, ich muss jetzt aus Freiburg weggehen, weil wir sind abgestiegen, und ich habe ja bald 100 Bundesligaspiele und habe ja jetzt 9 Tore gemacht, und dann bleibt man natürlich auch in der ersten Liga, und das wird ja auch so eingeimpft. Du liest die Zeitungen, die Medien sind natürlich auch mittlerweile heutzutage voll, jeder für jeden zugänglich. Du liest dann, okay, Petersen, der wird sicher in der ersten Liga bleiben, das ist dann alles in deinem Kopf, und dann beschäftigst du dich damit. Deine Freunde lesen das, sagen natürlich auch, rufen dich an und sagen, ja, wo gehst du denn hin, oder bleibst du in Bremen? Und so war es bei mir auch, das ist ganz normal. Ich habe dann den Anruf vom Streich bekommen und habe meiner Mutter dann im Wohnzimmer gesagt, du, ich würde vielleicht wieder nach Freiburg gehen, aus dem Nichts. Ja. Und dann war es mir extrem wichtig, was sie auch sagt und was mein Vater mir sagt und was meine Freundin mir sagt und was der sagt. Und in dem Moment ja, hat dann meine Mutter gesagt, super, geil, du passt dahin. Und ich habe dann für mich gemerkt, dass der Tag der Trauer so ein bisschen vorbei ist, als ich mich dann endgültig entschieden habe, dann noch hier zu bleiben und die Suppe mit auszulöffeln, ja, und zu sagen, okay, jetzt stellt man sich dem in der zweiten Liga und sucht sein Glück da, und dann sind wir es angegangen. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich großes Vertrauen in die Jungs habe und deswegen auch unbedingt wieder nach Freiburg zurück wollte, weil da, wie gesagt, was entsteht wieder. Ich bin noch nie aufgestiegen in meiner Karriere im Männerbereich, deswegen ist es für mich auch ganz neu, und deswegen kann ich auch noch nicht sagen, wie dann da die Stimmung sein wird, aber ich hoffe es einfach, dass es bis nächste Woche spätestens durch ist. Ich kann mich daran erinnern, an die Woche noch vor dem Paderborn-Spiel. Es ist schon so, dass natürlich ein Profisportler sagen muss, ich glaube an meine Qualität, ich glaube an unsere Qualität, wir glauben an unsere Qualität, wir steigen auf. Aber in der Woche sind trotzdem immer noch Zweifel da, weil du schon das Restprogramm kennst. Du arbeitest ja nur darauf hin, dass du dann irgendwie dir das wiederholst, was du vor einmal verloren hast. So diese Würde, dieses Gefühl des Abstiegs, der Schmerz sitzt ja immer noch, da ist ja irgendwo ein Stachel, der immer noch drin sitzt. Aufsteiger! Und auf der Wette!
Leute, die damals geweint haben auf Tribüne oder Physio und Zeugwart oder Busfahrer, die saßen dann ein Jahr später und haben dann gelacht. Und das ist, glaube ich, so das Schönste, was man da auch irgendwie für sich auch tun kann, dann ja, die Gesichter wieder zu verformen. Wir saßen dann im Bus bzw. im Flieger nach Freiburg, nach dem Paderborn-Spiel. Haben wir schon gehört, dass sich angeblich ein paar Fans hier tümmeln und so. Und dann kommst du hier an, fährst mit dem Bus rein und siehst hier auf einmal über 1000 Leute nachts. Ja, also das war schon was Einmaliges, das mal so miterleben zu dürfen, weil du kannst ja nichts unter Aufstieg vorstellen, wenn du es noch nie erlebt hast und weißt einfach nicht, was dich erwartet. Also das war ja erstmal eine geniale Nacht, ja, die vergisst man natürlich nicht. Ja, also dann auch mit dem Manager, mit dem Trainer in der Disco, das erlebt man auch nicht alle Tage. Und wir hatten dann erstmal 2 Tage frei, das weiß ich auch noch. Aber nichts, da hatte ich auch immer gefeiert, das gehört auch dann dazu. Also ich habe mir dann schon einen schönen Trip nach Amerika verwirklicht dann mit Freundinnen und Freunden und dort ja dann auch noch einen Anruf für Olympia bekommen. Also das kam ja auch noch dazu. Also erstmal ist es so, als junger Spieler hast du natürlich immer so den Blick und denkst so, okay, ich habe noch ein paar Jahre und ich bin ja gut und ich bin erfolgreich. Und bei mir, mit mir macht es mittlerweile schon so, dass es von Zeit zu Zeit, jetzt ist man ja mittlerweile auch schon 28, wo man natürlich schon das Gefühl hat, hoffentlich noch lange diesen Druck auch standhalten zu können, weil es ist positiver Druck, aber es ist Druck. Ich freue mich wahnsinnig, ich komme zum Stadion oder ich fahre zum Spiel, wir dürfen ja mal zu Hause schlafen, haben das Privileg und fährst zum Spiel und dann laufen Leute mit deinem Trikot rum. Ja, die geben Geld aus, um deinen Namen dann hinten auf Trikot zu tragen. Und das ist für mich das größte Geschenk, ja, dass die Leute sagen, okay, egal, was ab heute passiert, das, was du jetzt in 2,5 Jahren hier gemacht hast, war gute Arbeit. Und das ist, glaube ich, das größte der Gefühle, was man kriegen kann als Fußballer, ja, dass die Leute sich dankbar zeigen und ja, vielleicht auch Verständnis irgendwann mal aufbringen müssen, dass es nicht mehr so läuft. Ja. Die Angst ist immer da bei jedem Fußballer, dass es ab morgen schlechter wird, ja, dass eine Verletzung kommt, dass der Misserfolg kommt, dass ich das Tor nicht mehr treffe. Aber das, was ich bis heute erleben durfte, Bundesliga, Champions League, Olympia, Aufstieg, Abstieg, was man alles mitgenommen hat, das, glaube ich, ist schon viel für eine Karriere. Und alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Also natürlich träume ich davon, mal vielleicht hier europäisch zu spielen oder das neue Stadion in Freiburg zu erleben. Und im Moment ist schon so, das ist schon so der Gedanke da ist, man fühlt sich hier sehr wohl, man würde gerne lange hier bleiben. Das ist natürlich die größte Motivation, allein aus diesen Gründen dann auch hier erfolgreich zu sein und zu spielen und damit man natürlich weiterhin das Recht hat, auch hier auflaufen zu dürfen.